9020:27 Götze trifft bei einem Konter, doch der Videobeweis entscheidet, dass Philipp, der aus dem Zentrum im rechten Halbraum geschickt wurde, im Moment der Ballabgabe im Abseits stand. Richtig gesehen, dann ist aber Feierabend, 9020:25 die Hausherren kriegen den Standard verteidigt. Ein paar Sekunden sind es noch, 9020:25 Osako schafft es am linken Flügel noch eine Ecke herauszuholen. Pavlenka ist mit vorne, 9020:23 damit sind beide Wechselkontingente ausgeschöpft. Für den erneut wuseligen Sanko übernimmt Philipp auf dem Feld und holt sich seine Einsatzprämie ab. 9020:22 Einwechslung bei Borussia Dortmund Bindestrich größer als Maximilian Philipp. 9020:22 Auswechslung bei Borussia Dortmund Bindestrich größer als Jadon Sancho. 9020:21 satte 5 Minuten gibt es für den SVW obendrauf. Ob das reicht, 9020:21 offizielle Nachspielzeit, Minuten 59:20:21 eine gechippte Flanke von links landet nahe am Elfmeterpunkt. Möwald streckt sein Bein aus, kriegt das Leder aber nur mit den Zehenspitzen in Birkis Arme gestochert. 8920:20 Pulisic kommt für den heute nicht ganz so auffälligen Guerrero. Damit nimmt Favre noch ein paar Sekunden von der Uhr. 8920:18 Einwechslung bei Borussia Dortmund Bindestrich größer als Christian Pulisic. 8920:18 Auswechslung bei Borussia Dortmund Bindestrich größer als Rafael Guerrero. 8820:18 gelbe Karte für Josh Sargent, Werder Bremen. Sargent verfolgt Guerrero bei einem gegnerischen Konter und berührt den Portugiesen minimal. Das reicht, damit der Dortmunder zu Boden fällt und Sargent für ein taktisches Foulgelb bekommt. 8620:16 und dann doch der BVB. Reus sieht auf dem rechten Flügel Götze, der er ein paar Schritte läuft und wieder flach seinen Mannschaftskollegen sucht. Knapp verpasst Reus am 5-Meter-Raum. Pavlenka ist unten und zur Stelle, 8520:15 inzwischen sind die Borussen kaum noch im Angriff vorzufinden. Vielmehr setzen sich die Werderaner am gegnerischen 16er fest, 8320:13 letzter Tausch bei den Hanseaten, Sargent, der den Treffer zum 3:1 gegen Düsseldorf beisteuerte, ersetzt Eckestein, 8320:13 Einwechslung bei Werder Bremen Bindestrich größer als Josh Sargent, 8320:12 Auswechslung bei Werder Bremen Bindestrich größer als Maximilian Eckestein, 8120:12 Favre wechselt zum ersten Mal, Torschütze Paco Alcacer geht runter. Dafür kommt Götze, 8120:11 Einwechslung bei Borussia Dortmund Bindestrich größer als Mario Götze, 8120:11 Auswechslung bei Borussia Dortmund Bindestrich größer als Paco Alcacer, 8020:11 gelbe Karte für Kevin Möwald, Werder Bremen, 7820:08 Harnik kommt nach schönem Steilpass an der rechten Torauslinie zur Flanke. Dabei boxiert er die Kirsche aber genau in Birkis auffangbereite Arme, 7620:06 eine gute Viertelstunde haben wir noch auf der Uhr. Aktuell hat sich das Geschehen wieder ein wenig beruhigt. Lange dürfte sie Schlussoffensive der Gäste aber nicht auf sich warten lassen, 7320:03 Kofeld nimmt seinen zweiten Wechsel vor. Osako soll statt Reschicker nun wirbeln, 7320:03 Einwechslung bei Werder Bremen Bindestrich größer als Julia Osako, 7320:03 Auswechslung bei Werder Bremen Bindestrich größer als Milot Reschicker, 7120:01 Guerrero führt aus, legt per Hacke zu Reus ab. Der 29-Jährige zimmert das Spielgerät aus 22 Metern mittig über die Querlatte. Da wäre Pavlenka wohl auch da gewesen, 7020:00 Gebresilassie stellt gegen Reus nahe des rechten Strafraumecks den Körper rein.
Es gibt eine aussichtsreiche Freistoßsituation, 6.819 zu 59 Sanko verpasst das 3:1. Mit einem einfachen Steckpass wird der Youngster ideal in den Strafraum geschickt. Völlig frei taucht er damit vor Pavlenka auf, doch der Tscheche bleibt im 1:1 Sieger. Im Nachsetzen pariert der Keeper auch gegen den Distanzknaller aus 20 halbrechten Metern von Delaney, 6.719 zu 57. Şahin findet mit einem langen Ball vom Anstoßkreis Hanik an der 16er Kante. Der Österreicher legt ab für Kruse, doch ungleich dem ersten Durchgang rutscht ihm der Schuss vom Schlappen ins Tor raus, 6.519 zu 55. Das Match läuft ebenso weiter wie der Schiedsrichter. Alles ist also gut gegangen, 6.319 zu 53. Nach dem Eckstoß muss Schiri Winkmann abseits des Platzes an der Wade eingeschmiert werden. Offensichtlich hat sich der Muskel etwas verhärtet. Mal schauen, ob der 45-Jährige unbeschwert weitermachen kann. Er wird jedenfalls bandagiert, 6.219 zu 52. Reus hämmert nach einer flach ausgeführten Ecke die Kirsche mit dem linken Fuß aus 18 Metern klar drüber. Das kann er besser, 6.019 zu 50. Guerrero geht in einen Zweikampf mit einem Gegenspieler und schiebt den Ball mit der Hand weg. Langkamp geht anschließend zu Winkmann und beschwert sich zu Recht, das hätte Geld geben müssen, 5.819 zu 48. Der Standard verursacht jedoch keine brenzlige Situation. Generell sind Eckstöße heute noch kein Faktor, 5.719 zu 48. Paco Alcácer bricht über die linke Außenbahn durch, nachdem ihn Reus vorher prima in die Tiefe schickte. In der Box angekommen, bedient der Spanier den Deutschen von der Torauslinie. Reus drückt die Kugel an den ausgefahrenen Arm von Pavlenka. Von dort springt sie ins Aus, 5.419 zu 44. Bremen findet einen guten Auftakt in die zweite Hälfte und hat einige gute Abschlüsse zu verbuchen. Die Gastgeber hingegen versuchen, das Tempo zu drosseln und zu regulieren, 5.119 zu 42. Reschicka passt vom rechten Flügel schön zurück an die Strafraumkante zu Müllwald. Der Neuzugang vom 1. FC Nürnberg feuert aus halblinker Position sofort drauf, bleibt aber an einem Abwehrbein hängen. Die folgende Ecke kann der BVB klären, 4.919 zu 38. Gelbe Karte für Martin Hanik. Werder Bremen, 4.819 zu 38. Fast die Gegenseite. Reus zieht aus der Drehung halblinks aus 12 Metern ab, Pavlenka streckt sich aber mächtig und greift gut über. Damit lenkt er das Rund zur linken Seite, wo aus spitzem Winkel Sanko das leere Tor verfehlt und nur das Außennetz trifft. Riesenglück für die Hanseaten, 4.719 zu 37. Dicke Chance gleich zu Wiederbeginn für Kruse. Giallo legt eine Flanke von der rechten Defensivseite genau vor die Füße des 30-Jährigen, der aus zentralen 14 Metern an Birki scheitert. Da musste sich der Schlussmann aber mächtig strecken, 4.619 zu 35. Halbzeit 2 läuft, 4.619 zu 35. Anpfiff zweite Halbzeit, 4.519 zu 21. Halbzeit Fazit, eine rassige Begegnung findet nach 45 Minuten ihr vorläufiges Ende. Borussia Dortmund führt verdient mit 2:1 gegen den SV Werder Bremen. Beide Teams legten richtig munter los, wobei die Gäste jedoch deutlich fehler- und konteranfälliger waren. Folgerichtig ging der BVB erst durch einen Standard in Front und spielte einen Gegenstoß dann mal konsequent zu Ende. Anschließend wirkten die Norddeutschen geschockt, kamen fast aus dem Nichts durch Kruses Traumtor aber zurück ins Spiel. Seitdem sind die Visiere offen, vor allem aber die Hausherren drücken weiter auf die Tube. Dabei ist Werder aber mitnichten chancenlos. Die zweite Halbzeit verspricht noch einiges an Spannung und Highlights.
Bis gleich 4519 zu 18 der Freistoß birgt keinerlei Gefahr, dann ist Pause. 4519 zu 17 gelbe Karte für Thomas Delaney, Borussia Dortmund. Hakimi gerät an der linken Außenbahn unter Druck und spielt einen Katastrophenpass in Richtung Birki. Harnik stürmt dazwischen, umkurft den weit herausgeeilten Birki und wird dann von Delaney umgeschubst. Dafür sieht der Ex-Bremer gelb. Glück gehabt, 4519 zu 16 offizielle Nachspielzeit, Minuten, 24519 zu 15 Hakimi zieht von der linken Seite nach innen und versucht es mit dem rechten Fuß aus 23 Metern. Pavlenka hält den abgefälschten Abschluss sicher fest, 4419 zu 15 Langkamp wird an der Mittellinie von Paco Alcácer übertölpelt und sieht dann den schnellen Konter über seine Mannschaft hereinstürzen. Reus nimmt aus der Mitte heraus rechts Sanko mit, doch Langkamp ist schnell wieder da und bereinigt gerade noch, bevor der Engländer einschieben kann. 4119 zu 12 Witzel hält vom rechten Strafraum Eck einfach mal drauf, nachdem er dort viel zu viel Freiraum vorgefunden hat. Pavlenka ist aber schnell unten und hält das Geschoss fest. 4019 zu 11 Reus versucht sein Glück und er macht es gut. Mit viel Effekt tritt er die Kirsche in die linke Ecke, wo Pavlenka mit den Fäusten aber zur Stelle ist. Gute Aktion von beiden, 3919 zu 10 gelbe Karte für Sebastian Langkamp, Werder Bremen. Langkamp foult einen Borussen 22 Meter rechts vor dem eigenen Tor und sieht gelb, 3919 zu 10, bis zur Halbzeit sind es noch 6 Minuten regulär. Derzeit geht es rauf und runter, das Match gönnt sich wenig Auszeiten. Eine tolle Partie aus neutraler Sicht, 3719-07, so kann es gehen. Eben noch fast abgeschrieben, kommen die Nordlichter hier eindrucksvoll zurück ins Geschehen. Damit dürfte den Westfalen jetzt auch klar sein, dass mit dem Gegner definitiv zu rechnen ist. 3519-05 Tor für Werder Bremen, 2:1 durch Max Kruse, ein Traumtor bringt Werder zurück. Gebrselassie kombiniert sich über die rechte Außenbahn zusammen mit Harnik frei und flankt nach innen. Die Kugel wird nur unzureichend in den linken Halbraum geklärt, wo Augustinsson technisch anspruchsvoll nach innen passt. Hier nimmt sich aus zentralen 20 Metern Kruse der Sache an, schweißt das rund mit dem rechten Fuß über Birki hinweg ins linke obere Eck. 3219-03, na endlich mal was von den Gästen. Eine Eppelstein-Hereingabe landet in zentraler Position 25 Meter vor dem Kasten von Birki bei Möwald. Der jagt die Kirsche wuchtig auf selbigen, wo der Schweizer zur Ecke abwehrt. Die bringt nichts ein, 3119-02, damit läuft natürlich alles nach Plan für Schwarz-Gelb. Nach einer halben Stunde steht es schon 2:0, die Bremer wirken völlig verunsichert. Die wiederum müssen jetzt aufpassen, nicht zu früh zu weit in Rückstand zu geraten. 2819-00 fast das 3:0. Wieder wehtendelt Werder das Rund leichtfertig in der eigenen Hälfte. Erneut darf Paco Alcácer durch die Mitte spazieren und nimmt auf rechts Sanko mit. Aus gut 10 Metern und spitzem Winkel pölt er das Leder ans Außennetz, 2718 zu 57 Tor für Borussia Dortmund, 2:0 durch Marco Reus, Dortmund legt nach. Moisander drischt die Pille im Spielaufbau an den Rücken von Möwald. Den Abpraller nimmt sich Paco Alcácer vor, schickt aus der Zentrale Sanko nach rechts in die Box. Der 18-Jährige dribbelt kurz in Richtung Tor, legt dann in den Rückraum zu Reus. Der zieht aus halbrechten 14 Metern ab und überwindet Pavlenka im linken Eck. Nichts zu machen für den Keeper, 2518 zu 56, die Führung ist dabei alles andere als unverdient. Denn obwohl sich der SVW nicht versteckt, sind die Hausherren hier extrem aggressiv und druckvoll und kamen bereits zu einigen guten Möglichkeiten.
Nun muss die Kofeld 11 nachziehen, 2218 zu 53, damit haben die Hanseaten absolut nicht gerechnet. Eine einstudierte Variante der Borussia, die damit den Gegner komplett überrumpelt hat. Damit trifft der Torjäger zum 11. Mal in der laufenden Spielzeit 1918 zu 50 Tor für Borussia Dortmund, 1 zu 0 durch Paco Alcácer. Was für eine skurrile Szene. Bei einem Freistoß von der rechten Außenbahn stehen Reus und Guerreiro bereit. Als der Portugiese in die Tiefe zu starten scheint, deutet alles auf Reus als Schützen hin. Guerreiro bricht den Lauf ab, trabt zum Ball zurück und tritt ihn dann unvermittelt selbst in die Mitte. Alle Bremer pennen bei diesem einen übten Freistoßtrick, so dass sich Paco Alcácer im Zentrum löst und aus 10 Metern ins rechte Eck köpft. Zunächst wird der Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsposition zurückgenommen. Mit Videobeweishilfe steht dann aber fest, ein korrektes Tor 1818 zu 49. Nun kann Kofeld den verletzungsbedingten Wechsel vollziehen. Möwald beerbt Klaassen auf dem Feld 1818 zu 48. Einwechslung bei Werder Bremen Bindestrich größer als Kevin Möwald 1818 zu 48. Auswechslung bei Werder Bremen Bindestrich größer als Davy Klaassen 1718 zu 48. Piszczek gibt von der rechten Seite flach an den ersten Pfosten. Moisander bringt zwar seinen Fuß dazwischen, kann aber nicht entscheidend klären. Hinter ihm spritzt Paco Alcácer an die Mummel und scheitert aus kurzer Distanz fast von der rechten Torauslinie an Pavlenka 1618 zu 47. Klaassen muss nach seiner Parade aus Minute 7 tatsächlich verletzt runter. Der Niederländer ist mit dem Knie gegen Metall gedonnert, das hinter dem Tor platziert ist. Aktuell ist Werder mit 9 Feldspielern unterwegs 1518 zu 46, der Ex-Borusse versucht's. Şahin knallt das Spielgerät aus halblinken 27 Metern weit vorbei. Gefahr war dann nicht entbrannt, 1318 zu 44, das Spiel wird vom Referee nicht unterbrochen. Bedeutet, es wird wohl keinen Videobeweis geben, obwohl es durchaus verdächtig nach Strafstoß roch. 1118 zu 42. Reus dringt bei einem erneuten Gegenstoß zentral in den 16er ein und wird von Klaassen von hinten zu Boden geschubst. Schiri Winkmann stand gut, lässt weiterspielen. Eine strittige Situation, Glück auf jeden Fall für die Norddeutschen, 918 zu 41. Tief durchatmen. Ein Treffer wäre aller Wahrscheinlichkeit nach per Videobeweis ohnehin zurückgenommen worden. Trotzdem war gut zu erkennen, wie unglaublich schnell die Schwarz-Gelben umschalten. Klaassen rauscht bei seiner Rettungstat noch mit der Bande hinter dem Gehäuse zusammen, kann kurz darauf aber weitermachen. 718 zu 37. Klaassen rettet mit einer Wahnsinnsaktion. Nach einem Bremer Konter zündet der BVB aber sowas von mal den Turbo. Reus nimmt auf dem linken Flügel Guerreiro mit, der ideal Paco Alcácer halblinks in die Box schickt. Dabei stand der Spanier wohl ein wenig im Abseits, die Szene läuft aber weiter. Wunderbar löffelt er die Kugel aus 10 Metern über den herausstürzenden Pavlenka hinweg ins rechte Eck. Klaassen ist aber ganz fix unterwegs und buxiert sie vor der Linie weg vom Kasten. Im Nachsetzen flankt Sanko von rechts auf den Schädel von Paco Alcácer, der drüber köpft, 418 zu 36. Mit viel Tempo kontern die Hausherren über den linken Halbraum. Reus läuft sich im gegnerischen 16-Meter-Raum fest, aus ganz spitzem linken Winkel scheitert Guerreiro beim Abpraller an Pavlenka. Dabei stand der Portugiese aber im Abseits 318 zu 34. Die Gäste erkämpfen sich früh auf links den ersten Eckball der Partie.
Den nickt ein Bremer auch aus 9 Metern Richtung Tor, bleibt aber am Abwehrpulk hängen, 118:33. Das Bällchen rollt, 18:18 Uhr. Schiedsrichter des Kräftemessens ist Guido Winkmann. Der 45-jährige Polizeibeamte ist seit 10 Jahren in der deutschen Belletage tätig und kommt in dieser Saison zu seinem 6. Einsatz. Dabei leitete er unter anderem das 3:1 des SVW gegen Hertha BSC sowie die 1:2-Pleite in Mainz. Seine Assistenten an den Seitenlinien heißen heute Christian Banturski und Arno Bloss. 18:14 Uhr. Im direkten Vergleich sind bislang 106 Pflichtduelle verzeichnet. 46 Mal gingen die Borussen als Sieger vom Feld, 43 Mal hingegen die Norddeutschen. Nur 17 Mal gab es hingegen ein Unentschieden. Es ist also gut vorstellbar, dass wir am Ende ein jubelndes Team sehen werden. In der Vorsaison behielten die Bremer die Oberhand. In Dortmund triumphierten sie mit 2:1 daheim. Im Rückspiel hielten sie ein 1:1. 18:09 Uhr. Der Übungsleiter aus der Schweiz lobt Werder für eine sehr gute und flexible Mannschaft, die immer spielt und immer Torchancen hat. Es wird nicht einfach, wir brauchen volle Konzentration. Das sagt der 61-Jährige nicht ohne Hintergedanken, schließlich häufen sich die Fragen nach der Bedeutung der Herbstmeisterschaft. Und während Hans-Joachim Watzke von einem psychologisch wichtigen Schritt spricht, schlägt Manager Michael Zorc in eine andere Kerbe: Das ist ein Titel, der keiner ist. Es klingt vielleicht langweilig, aber wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Alles andere bringt halt einfach nichts. 18:05 Uhr. Sein Gegenüber Lucien Favre nimmt mit Blick auf die Startaufstellung im Derby vor einer Woche nur eine personelle Veränderung vor. Für Brunn Larsen wirbelt Rafael Guerreiro auf der linken Seite. 18 Uhr. Für dieses Unterfangen tauscht der 36-Jährige im Vergleich zum Aufeinandertreffen mit den Düsseldorfern dreimal: Pizarro, Möwald und Friedel. Alle Bank machen Platz für Harnik, Schahin und Moisander. 17:55 Uhr. Coach Florian Kohfeldt sieht seine Elf dabei keineswegs chancenlos. Lange Bälle werde es von den Grün-Weißen nicht geben, denn das wird nicht funktionieren. Sie sind unglaublich stabil und schaffen es auch gegen verschiedene Grundordnungen ihr Spiel durchzubringen. Taktisch zeichnet sie vor allem ihr Tempo aus. Aber wir werden unsere Möglichkeiten bekommen. Wir müssen uns nur trauen, ins Kombinationsspiel zu kommen, gibt er sich optimistisch. 17:50 Uhr. Durch den Erfolg des VfL Wolfsburg gestern in Nürnberg wurde der SVW bis auf Rang 9 hinuntergespült. Zwar besteht immer noch der Anschluss an die Europa League-Plätze. Das Restprogramm mit Dortmund, Hoffenheim und Leipzig zum Jahresende hat es allerdings extrem in sich. Insofern könnte ein Punktgewinn heute Gold wert sein. 17:44 Uhr. Auf der Gegenseite waren die letzten Wochen nicht ganz so positiv. Zwischenzeitlich bis auf Position 3 vorgeschoben, gingen seitdem 4 von 6 Partien in der Liga verloren, darunter teils deftig 2:6 zu Hause gegen Bayer Leverkusen, teils unnötig 1:2 in Mainz. Immerhin wurde die Sieglos-Serie am vergangenen Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf gestoppt. 3:1 hieß es am Ende. 17:38 Uhr. Unterstrichen wurden die jüngsten tollen Ergebnisse in den letzten 7 Tagen. Erst wurde das prestigeträchtige Derby beim Rivalen aus Gelsenkirchen verdient mit 2:1 gewonnen. Dann konnte dank des Patzers von Atletico in der Champions League in Brügge und dem zeitgleichen Sieg gegen die AS Monaco auch der Gruppensieg eingetütet werden. Wenn jetzt auch noch Bremen als Verlierer vom Feld gejagt wird, ist wohl von einer perfekten Woche zu sprechen. 17:34 Uhr. Platz 1, 36 Punkte und noch immer keine einzige Niederlage. Dazu mit 39 Toren die beste Offensive der Liga und lauter gute Nachrichten. Es könnte kaum besser laufen für die Dortmunder in dieser Saison.
7 der letzten 10 Pflichtspiele wurden gewonnen, nur bei Atletico Madrid in der Champions League gab es die bisher einzige Pleite in der gesamten Spielzeit. Läuft beim BVB, 17.30 Uhr, hallo und herzlich willkommen zum Topspiel des 15. Spieltags in der Bundesliga. Zu einer hochinteressanten Paarung kommt es heute im Ruhrgebiet. Borussia Dortmund hat den SV Werder Bremen zu Gast und will die Herbstmeisterschaft klarmachen. Ob das klappt? Um 18.30 Uhr ist Anstoß.